An gleicher Stelle, wo bis zum Jahr 2005 das Ernst-Grube-Stadion stand, wurde im Dezember 2006 die MDCC-Arena feierlich eingeweiht. Im Jahr 2015 gelang dem Hauptnutzer dieser Sportstätte dann der Aufstieg in Liga 3. Dieser Erfolg wurde von den Spielern und Anhängern des ersten FCM auf dem Magdeburger Marktplatz direkt vor dem Rathaus gebührend gefeiert. Magdeburg blau-weiß und ganz stolz auf unseren ersten FC Magdeburg, der endlich in die dritte Liga aufgestiegen ist. Und jetzt endlich, 25 Jahre nach der Wende, da steht, wo dieser Verein hingehört, im bezahlten Fußball. Auch wenn nun der Grundstein für einen erneuten Aufstieg in Liga 2 gelegt war, galt zunächst die Devise des Klassenerhaltes. Aufgrund von Statikproblemen der Arena müssen die im Schnitt 18.000 Besucher pro Heimspiel seit 2016 behördliche Einschränkungen tolerieren. Es gibt auf Sitzplatztraversen die Ansage, dass da nicht rhythmisch gesprungen werden kann. Und das wissen auch alle. Und das ist ja auch bemerkenswert, dass die Fans sich dran halten, weil sie auch wissen, dass es irgendwann ändert. Während sich der Stadionumbau noch in der Planungsphase befand, würdigte OB Trümper erst einmal die Arbeit der Organisatoren des FCM-Behindertentages. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Manpower drinsteckt, das alles zu organisieren, aufzubauen, Firmen einzuladen, das finanziell vorzubereiten, das ist schon eine Menge Arbeit. Denn unter dem Motto, die blau-weiße Begeisterung kennt keine Grenzen, wurden an diesem Tag 3000 Fans mit Handicap eingeladen. Gehaltet alle schon eure Eintrittskarten in der Hand, die sind alle über Spenden finanziert worden. Ich glaube, das ist einmalig und sowas schaffen wir hier nur bei unserem ersten FC Magdeburg. Mit einem Sieg über Fortuna Köln hatte der Club an diesem Samstag die Chance, den Aufstieg in Liga 2 vorzeitig sicherzustellen. Auch der Himmel ist schon blau-weiß und ich möchte Gerald danken, der das über Jahre zusammen mit dem FCM hier so wunderbar organisiert. Was diesen Tag angeht mit euch, ist der FCM schon erste Bundesliga, das muss man mal deutlich sagen. Bei Musik der Band Anton, Geschicklichkeitsspielen und einer gratis Mittagsversorgung befand sich nicht nur der ein oder andere Fan bereits vor dem Spiel im Höhenflug. Heute ist nicht nur Magdeburg blau-weiß. Wenn wir um 3:45 aufsteigen sollten, das Spiel zu Ende ist, ich glaube, dann ist ganz Sachsen-Anhalt blau-weiß, weil man dann stolz ist auf eine Mannschaft, die so eine Saison gespielt hat. Und das ist doch richtig super und das ist auch für die Region wichtig. Und das wäre auch toll für Deutschland, wenn dann Magdeburg unterwegs ist, gegen Hamburg spielt. Die werden wahrscheinlich absteigen, damit man an der Elbe mal zeigen kann, dass Magdeburg eigentlich genauso super ist wie Hamburg. Da der Club noch nie an einem Behindertentag verlor, orakelte die Lokalpresse auch für dieses Spiel den Sieg. Dennoch schadete eine Erfrischung am Wunschbrunnen vor dem heißen Spiel sicher nicht. Aber selbstverständlich gucke ich mir das Spiel an. Ich fiebere jetzt schon, ab 14 Uhr geht's los. Und dann möchte ich um 3:45 ein schönes kaltes Bier trinken und zwar auf dem Aufstieg. Über Sachsen-Anhalt steht und das Tor zum Stadion für unsere Fans aufgeht. Dann schlagen all die Herzen, die auf unserer Seite stehen. Und sie geben uns die Kraft, um in den Kampf zu gehen. Wir sind vom FCM und wir singen blau-weiß FCM. Am Ende der Partie stand das 2:0 für den ersten FC Magdeburg auf der Uhr.
Nun gab es kein Halten mehr, denn dieses Spielresultat war die endgültige Aufstiegsfahrkarte in Liga 2. Nach dem großen Platzsturm im Magdeburger Stadion verlagerte sich die blau-weiße Feierfront gen Hasselbachplatz. In den fortgeschrittenen Abendstunden eskalierte dann leider die friedliche Stimmung der wahren FCM-Fans, sodass der Platz schlussendlich durch die Polizei geräumt werden musste. Das Entscheidende ist, dass die Fans friedlich bleiben, denn wenn die Fans friedlich sind, brauche ich weniger Polizei. Weniger Polizei heißt weniger Überstunden und gekämpft wird auf dem Spielfeld doch nicht außerhalb. Ganz sicher friedlich ging es direkt am Sonntag nach dem großen Aufstiegsspiel im Magdeburger Stadtteil Ottersleben zu. Wir haben heute den ersten ökumenischen Fußballgottesdienst in Magdeburg gefeiert. Ja, seien wir mal ehrlich, wer hat nicht schon mal als Fußballfan in der 90. Minute oder gestern in der 5. Minute so ein Stoßgebet in den Himmel geschickt, wenn der Elfmeter da war und gedacht, mach ihn rein. Marius Suislo, der nach der Aufstiegsfeier gestern heute auch hier war und mit uns zusammen über Fußball und Glaube gesprochen hat. Das Bekreuzigen beinhaltet vor allem, dass ich den lieben Gott danke, dass ich überhaupt diese Sportart ausführen darf, dass ich aus meinem Hobby meinen Beruf machen konnte für eine gewisse Zeit, dass ich das Spiel natürlich mit dem Verein gewinnen möchte und vor allem auch gesund wieder das Spielfeld verlassen möchte. Die Anwesenheit des scheidenden Capitano an diesem Tag basierte auf ein früheres Versprechen und erfreute natürlich auch die Organisatoren. Also wir freuen uns generell, dass er da ist natürlich und wir freuen uns umso mehr, dass er sich aufgemacht hat, gerade nach dem gestrigen Tag, der ja nur was ganz Besonderes war. Wir haben uns aber auch sehr über alle Gäste gefreut, die heute gekommen sind und die haben sicherlich auch alle lange gestern gefeiert, weil sie beim FCM waren und den Aufstieg mitgefeiert haben. Also wir haben die Feste gefeiert, wie sie anfallen und das war gestern sehr toll. Wir haben, glaube ich, ordentlich gefeiert, ohne richtig zu realisieren, was wir eigentlich geschafft haben. Davon, dass Glaube und Fußball zusammengehören, waren hier alle überzeugt. Und es gibt ganz viele Elemente, Rituale, die zusammengehören, die ganz ähnlich sind. Die Gemeindegesänge und Fangesänge, Gebete, der Fußballgott. Also es gibt unglaublich viel. Wenn man sich das anguckt, dann merkt man, wie nah sich das Buch ist. Und Gemeinde und Gemeinschaft und Mannschaft sind auch Dinge, die beide Vereine, Kirche und Fußball verbinden. Und der Glaube hat mir persönlich viel gegeben und wird es auch weiterhin tun. Am 6. Mai versammelten sich erneut mehrere tausend Fans auf dem Marktplatz, um bei der offiziellen Aufstiegsfeier mit der Mannschaft zu feiern. Zum Beginn der Veranstaltung durften sich die Mannschaftsmitglieder erst einmal in das Goldene Buch der Stadt eintragen, bevor sie sich auf dem Rathausbalkon zeigten. Im Anschluss wurde auf der großen Bühne das Team hinter den Spielern gefeiert, bis unter anderem die Glocken der Johanneskirche läuteten. Die Tumulte bei der Spontanfeier unmittelbar nach dem Aufstiegsspiel sorgten für ein sehr ausgeprägtes Sicherheitskonzept. Dies beinhaltete neben verstärkten Einlasskontrollen auch ein Alkoholverbot, welches wohl einen deutlichen Teilnehmerschwund zur Folge hatte. Und während die Mannschaftsstars und Fanidole des Fußballclubs noch das Bad in der Menge genossen, rollte der Bus mit den ebenfalls großen und erfolgreichen SCM-Handballern an der 70.000 Euro teuren Fußballfete vorbei. Als hätte die Aufstiegseuphorie nicht gereicht, machten sich die Magdeburger Jungs am 12. Mai auf den Weg nach Lotte, um den Meisterpokal zu verdienen. Dank des Last-Minute-Tores in der 88. Minute, erzielt von Nils Butzen, lautete der Endspielstand 1:0 für Magdeburg.
Die mitgereisten Fans stürmten jubelnd den Auswärtsrasen, was übrigens das DFB-Gericht im Zusammenhang des Magdeburger Platzsturms inklusive Pyro-Einsatz mit einer Geldstrafe von 9.000 Euro seitens des Clubs bedachte. Am heimischen Stadion konnten es die Fans indes nicht erwarten, den Mannschaftsbus mit dem Pott an Bord zu empfangen. Magdeburger Nächte sind lang und so wurde nicht nur das ein oder andere Fanliedchen noch angestimmt. Er hat dieses Jahr das entscheidende Tor zur Meisterschaft geschossen. Probiert mal die Mannschaft.
Mannschaft jetzt fertig zu machen. Am Sonntag, den 5. August 2018, war für den ersten Fußballclub Magdeburg dann der historische Erstanpfiff in Liga 2. Das Auftaktspiel im heimischen Stadion endete dann zwar mit einer 1:2 Niederlage über St. Pauli, doch ist nicht aller Tage Abend. Mit dem Zweitligaaufstieg weht nun ein frischer Wind durch die sportliche Landeshauptstadt, was auch mit etlichen Änderungen einhergeht. So heißt der neue Mannschaftskapitän Nils Butzen, Randsportarten werden es künftig wohl noch schwerer haben, Sponsoren zu finden, die Preise für Tickets und Fanartikel wurden erhöht und Fans ohne Pay-TV gucken künftig in die Röhre, da die Übertragung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nahezu ausgeschlossen ist. Doch egal was passiert, auch vor künftigen Heimspielen wird das Lied, welches in Magdeburg jedes Kindergartenkind kennt, mit vollen Eifer gesungen.